Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Union einigt sich auf Kompromiss im Asylstreit. Bundesinnenminister Seehofer erklärte am späten Abend, es gebe eine Vereinbarung mit der CDU. Zudem könne er Innenminister bleiben. Kanzlerin Merkel sprach von einem guten Kompromiss. SPD zu Einigung bei der Union. Parteichefin Nahles sagte nach dem Treffen des Koalitionsausschusses, es gebe noch viele Fragen, die geklärt werden müssten. Heute Abend soll es ein weiteres Treffen des Koalitionsausschusses geben. Schlussworte der Angeklagten im NSU-Prozess. Vor dem Oberlandesgericht in München erhalten Beate Zschäpe und 4 Mitangeklagte heute die Möglichkeit, ihre letzten Worte in dem Prozess zu sprechen. Voraussichtlich nächste Woche fällt das Gericht sein Urteil. Rettung aus Höhle in Thailand dauert an. Nach Angaben von Behörden wird die eingeschlossene Nachwuchsfußballmannschaft mit Nahrungsmitteln und Medikamenten versorgt. Die Gruppe war gestern nach 9 Tagen von Rettungskräften in der Höhle gefunden worden. Georg-Büchner-Preis für Theresia Mora. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung erklärte, die Schriftstellerin erhalte die Auszeichnung für ihre lebendige Sprachkunst. Die in Ungarn geborene Autorin hat sich unter anderem mit dem Roman Das Ungeheuer einen Namen gemacht. Das Wetter. Heute in weiten Landesteilen sonnig im Südwesten und an den Alpen teils wolkig. Örtlich Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 19 bis 31 Grad.